immer noch nicht, wie Sie ausgesprochen werden. Majic. Majic. Majic, okay. Aus Frankfurt zu uns gekommen. Herr Majic ist freier Journalist. Er arbeitet oder er hat gearbeitet für die Frankfurter Rundschau, aber als freier Journalist arbeitet er sicher auch für andere Zeitungen oder noch und arbeitet auch für den Hessischen Rundfunk. Und er hat über die Verbindungen der Mahnwache ins rechtsextreme Milieu, besonders auch Kroatien, recherchiert und die herrschenden Netzwerke aufgedeckt. Besonders eben auch die ultrakonservativen Netzwerke Agenda Europa. Aber das wissen Sie alle viel besser und deswegen kommen Sie jetzt zu Wort. Wir freuen uns, dass Sie da sind und sind sehr gespannt. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Nur eine kleine Richtigstellung. Ich war Redakteur bei der Frankfurter Rundschau. Jetzt seit 3 Monaten bin ich freier Journalist, arbeite unter anderem auch für den Hessischen Rundfunk. Und Agenda Europe habe nicht ich aufgedeckt, aber das werde ich gleich noch erläutern. Ich habe Ihnen, wie Sie sehen, eine Präsentation mitgebracht. Ich finde es immer angenehmer, gleich an konkreten Beispielen und an Bildern zu erläutern, was ich Ihnen zu erzählen habe. Und das Bild, das Sie hier sehen, das stammt aus Frankfurt, aus dem Jahr 2017. Viele von Ihnen haben das vielleicht in den Zeitungen gesehen. Das ist die berühmte Mahnwache 40 Tage für das Leben, die inzwischen 2-mal jährlich die Beratungsstelle von Pro Familia im Frankfurter Westend belagert. Was ich Ihnen heute hier präsentieren möchte, ist zum einen die Ergebnisse meiner Recherche in den letzten Jahren, denn ich habe mich sehr ausführlich eben mit den Hintergründen dieser Mahnwachen befasst. Zum anderen, wie gerade eben gesagt, noch dann den Blick sozusagen weiten und gucken, in welchen Zusammenhängen sind diese Mahnwachen verortet, wo kommen die Aktivisten her und was das Ganze dann mit einem größeren Netzwerk namens Agenda Europe zu tun hat. Agenda Europe, wie gesagt, das habe nicht ich aufgedeckt und deshalb geht es auch zum Ende hin raus um dieses Netzwerk. Ja, und wir fangen an, indem wir uns Frankfurt angucken. Klassische Reportagetechnik ist ins Detail reingehen, mit einem Detail einsteigen und dann herauszoomen. Und so werde ich das auch hier handhaben. Worum geht es also? Wovon wir hier reden, ist eine Aktionsform, die man in Deutschland seit 2016 beobachten kann, nämlich seitdem belagern Abtreibungsgegner von diesem Verein oder dieser Initiative besser gesagt, 40 Tage für das Leben, 2-mal pro Jahr im Frühling, also direkt von jeweils von Aschermittwoch bis Karfreitag, Beratungsstellen in Deutschland und dann noch einmal im Herbst. Das beginnt jetzt demnächst übrigens wieder. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste es im September soweit sein, dass es schon wieder losgeht. Das Belagern stellt sich so dar, da werden Beratungsstellen tatsächlich da nehmen Mahnwachen mehrere Teilnehmer immer 40 Tage lang mindestens mal so 5 bis 6 Stunden am Tag Position vor den Mahnwachen, beten, singen christliche Lieder und halten Plakate hoch, wie Sie sie hier sehen. Die Orte, an denen das bislang stattfand, waren Frankfurt, München und zeitweise auch in Wiesbaden und Pforzheim. Halt, eben nicht. So, das ist nämlich jetzt eine Warnung, die ich Ihnen gleich aussprechen möchte, ist, was Sie jetzt hier sehen, ich möchte Sie alle davor warnen, die Lebensschützer als einen monolithischen Block wahrzunehmen. Auch wenn es da sehr viele Vernetzungen und Überschneidungen gibt, es ist eine Bewegung, eine weltweite und auch eine vielfältige Bewegung mit Abstufungen. Und da Sie jetzt schon Gießen gemeint haben, die Mahnwachen, die hier vor der Praxis von Frau Hähnel stattfanden, stehen, zumindest nach meinen bisherigen Erkenntnissen, nicht in Zusammenhang mit dieser Aktionsform von 40 Tage für das Leben. Ich habe zumindest keine Belege dafür, theoretisch kann es sein. Meinem Eindruck nach sind das 2 verschiedene Aktionen. Es ist die ähnliche Aktionsform, aber es sind 2 verschiedene Organisationen zumindest, die dahinter stehen, soweit ich das bislang nachvollziehen konnte. Was ist das Ziel dieser Aktion? Ist die Beeinflussung von Frauen, die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einem eventuellen Schwangerschaftsabbruch in Anspruch nehmen. Dementsprechend 40 Tage für das Leben, ganz in der Logik selbsternannter Lebensschützer. Wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, diese Aktionen sind von Beginn an umstritten. Und in allen Städten, wo das bislang stattfand, gibt es Diskussionen darüber, ob man die von den Beratungsstellen wegverlegen kann. In Frankfurt scheint es inzwischen soweit zu sein, dass es endlich möglich ist, denn Innenminister Beuth hat hier in Hessen jetzt eine Verordnung erlassen, wonach sich diese Mahnwachen außerhalb von Hör- und Sichtweite von Beratungsstellen verlegt werden können.
Wir haben sie in Deutschland seit 2016, habe ich gesagt. Aber ursprünglich kommt diese Idee eben nicht aus Deutschland, sie stammt aus den USA. 40 Days for Life wurde ursprünglich 2004 in Texas initiiert, in einer kleinen Stadt namens College Station, genauer Bryan's College Station. Was Sie hier als Bild sehen, ist die Auftaktkundgebung von 40 Days for Life in Fort Worth, Texas. Und Sie sehen, dass da deutlich mehr Menschen unterwegs sind. 40 Days for Life ist 2004 tatsächlich nach eigener Darstellung von Studenten und Studierenden gegründet worden, mit einer ersten Mahnwache in College Station. 2007 begann dann die Organisation erstmals koordinierte landesweite Mahnwachen in den USA. Seit 2007, das sind die eigenen Angaben, man muss es mit Vorsicht genießen, will 40 Days for Life in 816 Städten in 56 Ländern aktiv gewesen sein. Was man allerdings über 40 Days for Life sagen kann, es ist inzwischen nicht mehr einfach nur eine Initiative, es hat das Antlitz einer echten Nichtregierungsorganisation. Es hat eine professionell gemachte Homepage, es hat hauptamtliche Mitarbeiter, es gibt Seminarangebote, es gibt eigene Podcasts und unlängst hat die Organisation sogar einen ungefähr mehr als 4 Millionen Dollar teuren Spielfilm, der in den USA in den Kinos lief, finanziert. Also es ist auf jeden Fall eine Initiative oder NGO, die finanziell ordentlich ausgestattet ist und expandiert hat, denn 56 Länder sind nun wirklich keine Kleinigkeit. Die Frage ist jetzt, in den USA, wir haben es gerade gehört, da hat die Lebensschutzbewegung und solche Aktionen tatsächlich eine gewisse Tradition, auch wenn dieses 40 Tage lang Beratungsstellen zu belagern tatsächlich eine Neuerung ist. Das ist das Markenzeichen dieser Organisation. Die Frage ist, wie kam das jetzt nach Deutschland? Nun, das Ganze nahm einen Umweg, nämlich über Kroatien. Dieser Mann da, das ist Ante Čaljkušić, und falls Sie sich das fragen, ja, der grinst immer so. Ich weiß, also das ist jetzt kein Witz. Wir können jedes Foto ihn googeln, der sieht irgendwie, hat er immer diesen gleichen Gesichtsausdruck drauf. Ich bewerte den nicht, aber es ist schon bemerkenswert. Egal. 2014 traten diese Mahnwachen erstmals in Kroatien in Erscheinung in 6 Städten. Im Unterschied jetzt, wie es auch jetzt hier in Deutschland ist, gab es dafür offene Unterstützung der katholischen Kirche in Kroatien. An den Mahnwachen haben sich Pfarrer aus den jeweiligen Städten beteiligt, es gab Zuspruch von Bischöfen und es wurde sehr positiv eben in der katholischen Presse des Landes berichtet. Es gab auch, und hier kommen wir zum Thema des heutigen Abends, eine sehr offene Unterstützung durch rechtsextremistische Parteien. Ich habe eine in Klammern geschrieben, weil sie später noch von Bedeutung sein wird. Auf meinem neuen Computer habe ich leider die kroatischen Sonderzeichen noch nicht eingerichtet. Die Partei heißt HCSP. So. Wie kamen sie dann nach Deutschland? Tja, 2016, hier haben wir ein Bild aus München, nahm die Aktion dann Fahrt auf in Deutschland. Sie wurde zum ersten Mal in München fand sie statt vor einem Gesundheitszentrum in Freising. Das Ziel dieser Mahnwache ist in diesem Fall keine Beratungsstelle von Pro Familia, sondern tatsächlich eine Abtreibungsklinik, namentlich von Dr. Stapf. Und da findet es, wie gesagt, jetzt auch zweimal jährlich statt. Das ist ein Bild, das zeigt jetzt mal eine größere Gruppe. Meistens sind die Gruppen tatsächlich auch viel kleiner in Deutschland, muss man sagen. Also meistens stehen da ungefähr 5 Leute. Aber dieses Marienbild wird uns übrigens noch öfter begegnen. Sie sehen also, es hat ja auch einen dezidiert katholischen Hintergrund und ich möchte sagen, einen kroatisch-katholischen Hintergrund. Denn, woher kamen sie? Hier sehen wir Bilder vom Gründungstreffen am 8.01.2016. Und das fand statt in den Räumen der kroatisch-katholischen Gemeinde in München. Ich habe es ja unkenntlich gemacht. Ne? Wie konnte ich darauf aufmerksam werden? Nun, es gab eine Berichterstattung über dieses Treffen auf einem kroatischen Medium, das nennt sich Narod.hr. Narod ist das kroatische Wort für Volk, also Seite, die volk.de heißt. Wer diese Seite betreibt, werde ich Ihnen später auch noch verraten. Die Initiatoren dieser Mahnwache in München sehen Sie hier, ich habe die Gesichter unkenntlich gemacht. Die Dame rechts nennt sich Sanella M. Und der Herr links, den ich hier gefettet habe, der heißt Boris D., habe ich ihn jetzt mal hier genannt. Es gibt noch andere Bilder von Boris D. und eins davon möchte ich Ihnen gerne zeigen. Wenn ich jetzt nicht ganz durcheinander komme, müsste der junge Mann das hier in der Mitte sein und wie Sie vielleicht erkennen können, handelt es sich hier um einen Gerichtssaal. Boris D., der Initiator der Mahnwachen in München, ist nämlich kein Unbekannter. In seinem früheren Leben war er nämlich ein Hauptberuf, wie es die kroatischen Medien formuliert haben, vom Beruf Hooligan einer kroatischen Fußballnationalmannschaft. Und 2011, also gerade dann
drei Jahre vor den ersten Mahnwachen in Kroatien, beteiligte er sich an einem wirklich brutalen Überfall auf den Teambus einer griechischen Fußballmannschaft, bei dem unter anderem versucht wurde, diesen Bus in Brand zu stecken. Sie entschuldigen meinen Sarkasmus, aber Lebensschutz stelle ich mir dann doch irgendwie anders vor. Nebenbei war er Mitglied eben einer offen rechtsextremen Partei, der HCSP. Ich sage nicht nur rechtsextrem, das ist eine offen faschistische Partei. Merken Sie es einfach. Und das bis mindestens 2013. Ab 2014 dann war der gute Mann Koordinator der Mahnwachen in Sisak. Das ist ein kroatischer Bischofssitz. Zwischenzeitlich war er dann übrigens wegen des Angriffs auf tatsächlich verurteilt worden, nämlich zu 2 Jahren Haft. Wie kommt so jemand nach Deutschland? Sie müssen wissen, in Kroatien seit dem EU-Beitritt haben mehr als 100.000 Menschen Kroatien in Richtung Deutschland verlassen, zwecks Arbeitsaufnahme. Und zu denen gehörte offensichtlich Boris D. Und wovon der Anschluss in Deutschland gibt es genau 96 kroatisch-katholische Gemeinden. Das sind muttersprachliche Gemeinden. Sie haben sie hier in Frankfurt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Gießen eine gibt. Ich glaube aber ja. Ja, Sie haben sie in Offenbach, also überall, wo es größere Bevölkerungsgruppen aus Kroatien gibt, gibt es eben die kroatisch-katholischen Gemeinden, die sind fest etabliert. So, wenn man jetzt weitergeht, übrigens hier, so sehen die Anhänger dieser Partei aus, zu der Boris D., der Initiator, gehört hat. Das Schild heißt, stopp die Massenimmigration. Und so sehen deren Auftritte normalerweise aus, wenn sie nicht gerade Konferenzen veranstalten, wo sie Vertreter von faschistischen Parteien aus ganz Europa nach Kroatien einladen. Wir gehen jetzt weiter. 2017, Expansion habe ich geschrieben. Wir sind wieder zurück in Frankfurt. 2017 gab es erstmalig eben diese Mahnwache in Frankfurt. Das war in der christlichen Fastenzeit vor Ostern. Und Sie sehen, dass ich hier einen Mann gekennzeichnet habe, wer das ist, welche ich noch erläutert habe. In den folgenden Jahren, ich glaube ein halbes Jahr später, gab es solche Aktionen auch in Wiesbaden und Pforzheim. Und es gab zum ersten Mal 2016 das in München. Das war noch eine relativ, sagen wir mal, ein Probelauf, denn es gab noch keine verstärkten Aktivitäten in sozialen Netzwerken. 2017 gab es dann direkt verschiedene Facebook-Gruppen mit 40 Tage fürs Leben Frankfurt, Wiesbaden, Pforzheim, unterschiedlich aktiv. Die in Frankfurt ist bis heute sehr aktiv. Und wenn man sich die anschaut, dann fällt einem etwas auf, nämlich, dass da ein Großteil der Einträge tatsächlich auf Kroatisch verfasst ist. Was für eine interessant ist für eine Gruppe, die in Deutschland aktiv ist. In Frankfurt, ein Verein, den Sie sich noch merken können, sitzt auch der Deutsche Verein für christliche Kultur. In der Berichterstattung ist manchmal aufgetaucht, wurde das so dargestellt, als hätte der diese Mahnwachen initiiert. Das stimmt nicht. Der unterstützt diese Mahnwachen, auch ganz offen, und Vertreter dieses Vereins nehmen an den Mahnwachen teil, aber sie sind nicht die Organisatoren dieser Mahnwachen. Wer sind die Organisatoren? Was Sie hier sehen, ist ein Auszug aus der Živa Zajednica, lebendige Gemeinschaft. Das ist die offizielle Zeitschrift der Kroatenseelsorge in Deutschland. Die Kroatenseelsorge, das ist der Zusammenschluss der kroatischen Gemeinden in Deutschland. Das ist ein recht großer Verein. Wie gesagt, 96 Gemeinden gibt es. Der gibt seine eigene Zeitschrift heraus. Und die Überschrift lautet Vorstellung der Initiative 40 Tage für das Leben. Der Artikel ist viel größer. Das sind insgesamt, glaube ich, 2,5 Seiten gewesen seinerzeit. Und da wird diese Initiative vorgestellt. Und das Bild, das Sie hier sehen, stammt aus der kroatischen Gemeinde in Offenbach. Da fand dann das Gründungstreffen für die Frankfurter Mahnwache statt. Und den Mann, den ich hier eingekreist habe, den haben Sie gerade eben auch bei der Mahnwache gesehen. Und den wird es gleich sehen. Gehen. Das Ganze fand also nicht versteckt statt. Das Ganze fand im Beisein des dortigen Pfarrers statt. Und dieser dortige Pfarrer, vielleicht um nochmal auf das Thema Vernetzung mit Rechten und Rechtsextremisten zu kommen, ist auch kein ganz Unbekannter. Der lädt gerne mal ultranationalistische kroatische Publizisten oder TV-Moderatoren in seine Gemeinde ein, lässt sie da auftreten, macht Fotos mit ihnen oder tritt seinerseits in der Sendung eines ultranationalistischen TV-Moderators in Kroatien auf, per Telefonschalter, nicht persönlich. Den Mann, den ich gerade eingekreist habe, den sehen Sie hier. Und da der Mann selbst mit seinen Aktivitäten nicht hinterm Berg hält, zumindest wenn es darum geht, dass kroatische Medien über ihn berichten, sehe ich auch nicht ein, seinen Namen zu verschweigen. Der gute Mann heißt Tomislav Čunović, er ist Rechtsanwalt aus Frankfurt, ehemals in der CDU aktiv, ehemaliges Mitglied des Frankfurter Stadtsynodalrats. Ja,
Also ein sehr umtriebiger Mensch und bei Weitem kein Unbekannter. Herr Cunovic war aktiv in der kroatisch-katholischen Gemeinde in Frankfurt, später in Offenbach. Und ja, was er noch so macht, werde ich Ihnen jetzt zeigen. Das sind jetzt, man muss schon genauer hinschauen, um ihn jetzt zu erkennen. Natürlich ist die Auflösung größer. Der Mann ist so umtriebig, dass er gleich mehreren Organisationen angehört. Eben 40 Days for Life hat er in Frankfurt gegründet, den Ableger, und leitet und hat ihn geleitet. Inzwischen, glaube ich, ist er nicht mehr so oft vor Ort, denn er ist ein bisschen aufgestiegen. Das Bild, das Sie hier sehen, ich kann leider nicht sagen, ob das in Europa oder aus den USA stammt, aber da wird er gerade von der Mutterorganisation 40 Days for Life als Leader of the Year ausgezeichnet für seinen Kampf in Frankfurt. Das Foto ist erst ein paar Monate alt. Nun, diese Mahnwachen sind nicht die ersten Aktionen, die Herr Cunovic gebracht hat. Bereits 2013 gründete er in Frankfurt einen Ableger eines kroatischen Vereins, der sich U ime obitelji nennt, im Namen der Familie. Im Namen der Familie, möglicherweise wer ein bisschen Berichterstattung aus dem Ausland verfolgt hat, sich erinnert, 2013 gab es in Kroatien ein Referendum, initiiert von eben diesem Verein im Namen der Familie, mit dem verhindert werden sollte, dass es eine rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit der heterosexuellen Ehe gibt. Wohlgemerkt auf Verfassungsniveau. Leider erfolgreich. Initiiert wurde das Ganze von dem Verein, begleitet von einer äußerst homophoben Kampagne, wo wieder ganz klassische Rhetorik insinuiert wurde, dass ja die klassische Familie bedroht sei, wenn gleichgeschlechtliche Beziehungen in irgendeiner Form rechtlich gleichgestellt werden, dass unseren Kindern Gefahr durch Pädophilie droht, etc. Also, ein Ableger dieses Vereins gründete Herr Cunovic hier in Frankfurt, und eine der Aktivitäten von Herrn Cunovic war unter anderem, und wir kommen nochmal damit zum Thema Rechtsextremismus, im Namen dieses Vereins eine Filmvorführung zu organisieren, die nichts mit, Sie werden überrascht sein, nichts mit dem Diskurs um mögliche Schwangerschaftsabbrüche zu tun hat, sondern er hat einen Film vorgeführt in der kroatisch-katholischen Gemeinde in Frankfurt, das Todeslager der Jasenovac, das von dem kroatisch-faschistischen Ustascha im Zweiten Weltkrieg betrieben wurde, freundlich gesagt verharmlost wurde, um nicht zu sagen, sein Charakter als Todeslager negiert wurde. Also das sind so Aktivitäten, die dieser Mann auch noch nebenbei betreibt. Und der Mann ist hier in Deutschland aktiv. Das sind Ableger, die er in Frankfurt gründet von diesen Vereinen. Warum ich das so wichtig finde, werde ich Ihnen noch erklären. Wo der Mann noch aktiv ist, ist in einer weiteren kroatischen Vereinigung, die heißt Vigilade. Und da ist er inzwischen aufgestiegen. Vigilade, da sehen Sie ihn bei einer Konferenz in Zagreb, die veranstaltet unter anderem das Tratfest in Zagreb, ein Fest oder eine Konferenz für traditionelle Kultur, wo unter anderem Lebensschützer, sogenannte, aus ganz Europa anreisen, um sich zu vernetzen. Und da werden dann Strategien erörtert, wie etwa, was wir gerade eben gehört haben, dass man gezielt Stimmung gegen Schwangerschaftsabbrüche machen kann, indem man immer wieder auf den Holocaust-Vergleich setzt. Also solche Strategien werden dann besprochen. Herr Cunovic gehörte erst zum Rechtsteam dieses Vereins. Inzwischen ist er meines Wissens nach weit aufgestiegen und war eine Zeit lang, glaube ich, Vizepräsident. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Ich habe mich jetzt sehr auf Herrn Cunovic und die Mahnwachen eingeschossen. Ich will Ihnen hier ein Schaubild habe ich erstellt. Ich hoffe, es ist einiger. Übersichtlich ist es nicht. Ne? Aber nur damit Sie mal eine Idee davon haben, was es da an Vernetzungen geben kann. 40 Days for Life, ne? Die Mutterorganisation, beziehungsweise ihr deutscher Ableger, organisiert die Mahnwachen. Die Mahnwachen, der Leiter ist Herr Cunovic, der dann wiederum mit mehreren kroatischen Organisationen verbunden ist, christlich-fundamentalistischen Organisationen, um es direkt zu sagen. Die wiederum übernehmen Aktionsformen von etwa der Demo für alle, die mit der Alternativen für Deutschland vernetzt ist, oder eben den Marsch des Lebens. Auch diese Aktionsform ist inzwischen nach Kroatien exportiert worden, beziehungsweise übernommen worden. Also, ich werde Ihnen das Schaubild jetzt nicht in Gänze erläutern, aber Sie sehen hier, es gibt eine durchaus nachvollziehbare Vernetzung und Zusammenhänge, die sich anhand dieser Mahnwachen ganz gut erläutern lassen. Ich will noch mal kurz auf diesen Verein im Namen der Familie eingehen, und Sie werden gleich verstehen, warum. Ich hatte es Ihnen gerade berichtet, dieser Verein initiierte eben dieses Referendum seinerzeit gegen die Gleichstellung der gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, womit sich übrigens schon zeigt, dass es hier nicht nur um Abtreibungen geht. Gegen Abtreibungen ist der Verein auch. Zuletzt mobilisierte er gegen die Ratifizierung der Istanbuler Konvention. Ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was das ist. Da geht es unter anderem um die Gleichstellung und den Schutz von Frauen gegen Gewalt.
Andere Aktivitäten sind, ist zum Beispiel die Initiierung, also versuchte, das ist gescheitert. Der Verein hat auch versucht, ein Referendum zu initiieren, um das kroatische Wahlrecht abzuändern. Ohne in Details zu gehen, unter anderem sollten die Rechte der Minderheitenvertreter in Kroatien beschnitten werden. Dieser Verein, und es wird Sie wenig verwundern, betreibt das Nachrichtenportal, das ich vorhin erwähnt habe, Narod.hr, das ausgiebig über 40 Tage für das Leben in Deutschland berichtet hat. Und es ist ganz lustig, vielleicht als Anekdote, als wir damals bei der Rundschau darüber berichtet haben, welche Zusammenhänge es gibt, hat im Namen der Familie ganz doll, ganz vehement widersprochen, irgendetwas mit den Mahnwachen zu tun zu haben. Aber ihr eigenes Portal begleitet diese Mahnwachen mit sehr positiver Berichterstattung, um es freundlich zu sein. Und eins ihrer Mitglieder initiiert die Mahnwachen in Frankfurt. Im Namen der Familie in Kroatien kooperiert ganz offen mit kroatischen Rechtsextremisten. Die Frau, die Sie da sehen, sie ist nicht offiziell die Vorsitzende, aber sie ist sozusagen das öffentliche Gesicht. Jelka Markic war selbst mal Vorsitzende einer weit rechts, ich würde sagen, rechtsextremen Partei. Und Uimar Bitili macht natürlich auch gegen das Recht auf Abtreibung mobil. Hier unten sehen Sie die kroatische Ausgabe des Marsch fürs Leben. Und im Namen der Familie gehört zu dem Netzwerk Agenda Europe. Falls Sie davon noch nichts gehört haben, wundert mich das wenig. Ich hatte davon auch noch nichts gehört, denn es ist ein clandestines Netzwerk, dessen Existenz und dessen geheimes Manifest erst 2018 durch Recherchen des Fernsehsenders Arte einerseits und des Europäischen Parlamentarischen Forums für Bevölkerung und Entwicklung aufgedeckt wurde. In diesem clandestinen Netzwerk sind etwa 150 Einzelpersonen aus 50 europäischen Organisationen vernetzt, die dem traditionalistischen bzw. ultrakonservativen Lager zugeordnet werden. Agenda Europe betreibt einen Blog, aber es finden auch jährliche Vernetzungstreffen immer an anderen Orten statt, meistens in der europäischen Hauptstadt. In Deutschland hat es, glaube ich, in München stattgefunden. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Mitglieder stammen unter anderem aus dem Umfeld des Vatikan sowie aus diversen religiösen, politisch-konservativen Institutionen aus eben mindestens 30 europäischen Ländern. Teilweise handelt es sich dabei auch um EU-Funktionäre. Ein paar werde ich Ihnen später zeigen. Was da organisiert wird, ist die Lobbyarbeit und Aufbau von Organisationen, die dem äußeren Anschein nach, und so verkauft sich zum Beispiel im Namen der Familie in Kroatien auch immer, als Graswurzelbewegung auftauchen, obwohl sie de facto äußerst professionelle Strukturen unterhalten. Das gemeinsame Ziel, wir hatten es hier gerade gehört, ist die Wiederherstellung eines durch die kulturelle, in Klammern sexuelle Revolution, zerstörten Zustands des Naturrechts. Was damit gemeint ist, können wir gerne wird gleich klar werden, wenn wir an die Forderung von Agenda Europe gehen. Die von Agenda Europe zu Gegnern erkorenen Gruppen sind in erster Linie Feministinnen, die sogenannte LGBT-Lobby, meistens wird nur von Gay-Lobby gesprochen, Befürworter von Sterbehilfe und ganz allgemein Atheisten. Die Ziele, die aus diesem Manifest von Agenda Europe hervorgehen, lassen sich in drei Gruppen einteilen, nämlich Gesetze abschaffen, Verbote erlassen. Dazu gehören die Abschaffung aller Gesetze, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit heterosexuellen Partnerschaften gleichstellen. Die Abschaffung aller Gesetze, die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare erlauben. Die Abschaffung aller Gesetze, die Scheidung erlauben. Die Abschaffung aller Gesetze, die den Verkauf pharmazeutischer Verhütungsmittel erlauben. Das Verbot jedweder Pränataldiagnostik, das Verbot künstlicher Befruchtung. Dahinter steckt der Gedanke, ne, dass Sexualität ist von Gott geschaffen und das einzig legitime Mittel zur Fortpflanzung. Und dass Fortpflanzung wiederum der einzig legitime Zweck von Sexualität. Es geht weiter mit der Abschaffung der Artikel 21, das ist Nichtdiskriminierung, und 23, Gleichheit von Mann und Frau der EU-Grundrechtscharta. Und die Abschaffung aller Gleichstellungsgesetze auf nationaler Ebene. Sie wissen, also ich verstehe das Gekichere hier, weil es ist damals, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir auch noch an den Kopf gefasst und gedacht, eigentlich, das ist, sowas habe ich sonst nur in ganz vermerkwürdigen verschwörungstheoretischen Internetforen gelesen, aber Sie sehen, es gibt offensichtlich Netzwerke, die das gerne möchten. Die zweite Gruppe an Zielen sind die Gesetze, die man gerne schaffen möchte. Das sind zum einen, Sie entschuldigen den Ausdruck, Antisodomie-Gesetze, aber so heißt es wörtlich da. Und übrigens gehört das zur Taktik von Vertretern von Agenda Europe, nicht etwa von LGBT-Personen oder von Schwulen zu reden, sondern das Ganze als Sodomie zu bezeichnen. Ja. Also, es geht sprich um die Rekriminalisierung von Homosexualität.
Es sollen Gesetze, willkommen in Russland, gegen LGBT-Propaganda erlassen werden. Das Scheidungsrecht ist zumindest so weit zu verschärfen, dass eine Scheidung hochgradig erschwert wird. Heimunterricht muss erlaubt werden, gegen den schädlichen Einfluss staatlicher Institutionen. Es soll ein Recht geschaffen werden, für Ärzte aus Gewissensgründen Schwangerschaftsabbrüche zu verweigern. Natürlich geht es um weitestgehende Abtreibungsverbote. Und dann weitere Ziele sind eine internationale Konvention zum Verbot von Verwertung von Stammzellen und eine weitere internationale Konvention zum Verbot von Sterbehilfe. Ein sympathischer Verein, wie Sie sie mir. Als letzte Gruppe in den Zielen, und ich bin dann, glaube ich, auch schon bald am Ende meines Vortrags, weitere Maßnahmen, das sind dann nicht Gesetze, sondern eben sozusagen politische Forderungen, ist, dass keine staatliche Förderung mehr für LGBT-Initiativen oder Pro-Choice-Organisationen, stattdessen eine staatlich finanzierte Schwangerschaftsberatung mit klarer Pro-Life-Position. Also Pro-Femina würde deutlich profitieren. Pro-Femina ist ungefähr wahrscheinlich das, was sich eben Vertreter von Agenda Europe unter einer ordentlichen Schwangerschaftsberatung vorstellen. Der Sexualkundeunterricht soll umgestaltet werden im Sinne der Agenda von Agenda Europe, also die Vorstellung von in einem Naturrecht zu propagieren, in dem Homosexualität eine Abweichung ist und jedwede Form von Nicht-Heteronormativität irgendwie als nicht natürlich proklamiert wird. Und ein Tool dazu soll übrigens sein, eine Kampagne, die betont, wie stark etwa die Kosten von Nicht-Diskriminierung sind. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich gehe jetzt noch ganz kurz auf so ein paar Argumentationsmuster, die Agenda Europe gerne verwenden will, ein. Bei dem Fall soll es darum gehen, dass man tatsächlich sagen will, es ist eine Zumutung beispielsweise für Geschäftsleute, Antidiskriminierungsgesetze zu implementieren. Das verursacht zusätzliche Kosten, schwächt unsere Wirtschaft. Das ist zum Beispiel ein Argumentationsmuster, das Agenda Europe offen propagieren möchte, zumindest laut ihrem eigenen Handbuch. Ein anderer rhetorischer Kniff ist, für die Diskriminierung bestimmter Gruppen eben einzutreten und das Ganze als Religionsfreiheit zu verkaufen. Also zu sagen, Leute, die sich weigern, es gab dieses berühmte Beispiel von diesem Zuckerbäcker, der einem in den USA, glaube ich, war es, der einem homosexuellen Paar keinen Hochzeitskuchen backen wollte. Das war ein Fall, dass der von solchen Organisationen gerne benutzt wird und so dargestellt wurde, als würde damit die Religionsfreiheit dieses Kuchenbäckers verletzt, wenn man ihm zumuten würde oder ihn bestrafen würde dafür, dass er halt Leute diskriminiert. Also Diskriminierung wird zu einer Wahrnehmung von einem religiösen Freiheitsrecht umdefiniert. Damit einhergeht eine verstärkte Rhetorik, die Christen als Opfer von Diskriminierung darstellt, also Christen allgemein. Ja. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein ganz offensives, und da wird irgendwie die Homofeindlichkeit dieser Organisation nochmal sehr deutlich, eben die Wiederverwertung des Begriffes Sodomie statt Homosexualität oder LGBT. Ich habe mich sehr kurz gefasst und ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt einen kleinen Überblick darüber geben, warum diese Mahnwachen nicht einfach nur harmlose Demonstrationen von christlichen Lebensschützern sogenannten sind, sondern wie weit die vernetzt sind. Ich bin damit am Ende meines Eintrags. Ich werde Ihnen am Ende nur noch ein paar von den Akteurinnen vorstellen, die es da so gibt. Diese Frau haben Sie bereits kennengelernt, Željka Markić, u ime obitelji, also im Namen der Familie in Kroatien. Željka Markić wird schon seit 2013, also direkt seit dem ersten Gründungsjahr von Agenda Europe, falls man von Gründung sprechen will, diesem Netzwerk zugerechnet. Sie scheint da einen besonders guten Ruf zu genießen, eben weil sie ein erfolgreiches Referendum initiiert hat und seitdem auch die kroatische Politik immer wieder zu beeinflussen versucht, manchmal es auch schafft. Also zumindest was das Agenda-Setting in der kroatischen Landschaft, politischen Landschaft angeht, ist im Namen der Familie äußerst erfolgreich. Eine weitere wichtige Person ist Gudrun Kugler, Mitglied der ÖVP, also der bis vor kurzem noch Regierungspartei in Österreich und wahrscheinlich bald wieder. Dieser Mann, Jakob Komnenos, ist EU-Kommissionsbeamter aus Österreich. Diese Dame, von der vielleicht einige von Ihnen auch schon mal gehört haben, das ist Ludovine de la Rochère, Präsidentin der Manif pour tous, also des Originals der Demo für alle in Frankreich. Ich halte mich mal zurück, googeln Sie einfach mal und schauen Sie mal, was diese Frau über Homosexuelle zu sagen hat. Und aus Deutschland ein oft sehr prominentes Mitglied ist Sophie Kubi, die gehört der European Dignity Watch an,
ebenfalls ein Verein, der sich gegen Reproduktionsrechte von Frauen einsetzt. Und der Name könnte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, falls Sie schon mal was von Gabriele Kubi, der Publizistin, gehört haben, die ja auch regelmäßig bei der Demo für alle auftritt. Ja, das war hoffentlich mein Vortrag. Hoffentlich war es das. Und für alle weiteren Fragen können wir ja gleich klären.